Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Brandware Magazin. AIDA Cara ist von der Weltreise zurück und wir haben die Gäste mal gefragt, wie es Ihnen gefallen hat. Und Sie lernen Eric Paisley kennen. Viele von Ihnen haben gefragt, wer ist das eigentlich? Beantworten wir nachher. Viel Spaß! Am Samstag war die erste AIDA-Weltreise zu Ende und da haben wir uns gedacht, da fahren wir doch mal hin und fragen die Gäste, wie es ihnen gefallen hat. Und wir waren wirklich überglücklich, die Resonanzen zu hören. Gucken Sie mal. Ich kann das noch gar nicht so einordnen. Wunderschön. Ja. Unglaublich. Unglaublich. Wirklich. Also es war einzigartig. Es war eine ganz tolle Reise. Nur Sonne in den Häfen. Selbst im Pazifik nicht eine einzige Welle. Wettermäßig war es ein Geschenk. Ich kann das nicht in Worte fassen. Tolle Reise. Rundum perfekt. Ja, wenn wir immer dran denken. Es war sogar noch schöner. Also unsere Erwartungen wurden übersprochen. Unvergessliche Träume. Die kann man gar nicht vergessen. Wird das Fernweh immer größer, bis es nicht zu halten ist. Lass dich von Gefühlen leiten. Ohne Flugzeug, ohne Stress. Ja, habt ihr gut gemacht. Oh, alles. Herrlich. Es war nur schön. Wir hatten 116 traumhafte Tage. Ja. 6 Kilo zugenommen. Ich sag da gar nichts. Ja. Ja, das Tollste war, die Malediven waren für uns. Das ist wunderschön. Sydney einlaufen. Die Oper und alles. Ein Highlight jagte das nächste. Singapur. Auckland. Es war für mich also die Tränen runtergekommen. Man geht abends ins Bett und stellt am anderen Morgen in einem anderen Land, in einer anderen Stadt auf. Europas schönste ab Zypern. Valletta, ja. Valletta ist eine wunderschöne Stadt. Puerto Madryn mit den Pinguinen, der schönste Ausflug. Es war mega beeindruckend. Ich war die Südsee das Beste. Also und mein Mann für die Südsee das war schon. Das war immer mein Traum. Ja. Kuala Lumpur. Bora Bora war also ganz, ganz toll. Osterinsel, Pitcairn. Willst du dich frei und sorglos fühlen? Lass dich einfach mit uns treiben. Das Schiff war ganz prima. Die Crew, die hat sich um uns bemüht. Also es war einzigartig. Und wir werden bestimmt bald wieder fahren. Ist es so gewesen, wie Sie es vorgestellt haben? Ach, schöner. Viel schöner. Und wärmer. Man kriegt ein bisschen anderen Blickwinkel. War gut. Das war eine gute Hochzeitsreise, ja. Hat zusammengeschweißt und stärkt fürs Leben, ja, definitiv. Es war wirklich entspannt. Das war einfach so dieses, wir sind immer wieder nach Hause gekommen. Das heißt, wir haben jeden Tag eigentlich was anderes gesehen und sind aber immer auch für die Kinder, das war eigentlich so schön, in das gewohnte Umfeld zurückgekehrt. Also das hätten wir bei einer Flugreise nicht gehabt. Ja, also es entstehen Freundschaften. Ich habe den Hutträger kennengelernt und er hat mir immer gezeigt, wo meine Grenzen sind. Bye-bye. Ihr auch. Ciao, ciao. Wir haben ganz liebe ciao. Menschen kennengelernt, ja, muss ich sagen. Ja. Oh, er kann besser essen, er kann besser trinken. Wir sind jetzt ganz schnell vom Schiff runter, weil das war ja. Also sehr wir haben jetzt so viele Leute lieb gewonnen. Er kann besser spielen und er kann besser schwindeln. Okay. Ja, es ist am Schluss wirklich wie Familie gewesen. Ja. Opa. Ja, mir kommen die Tränen. Genau, ihr macht es. Komm gut heim. Ja, du auch. Und jetzt sind unsere Familie hier und holen uns ab und das ist eine besonders große Freude. Ich denke, wir werden unser Leben lang von diesem Traum zehren und uns daran zurückerinnern. Also es ist die Reise unseres Lebens. Und auch von uns an dieser Stelle an die Kollegen herzlichen Dank, das hat mir wirklich großartig gemacht. Einer, der auch mit auf Weltreise war, ist Eric Paisley. Letzte Woche haben Sie ihn in Bildern der Woche gesehen und viele haben gefragt, wer ist das eigentlich? Und haben wir uns gedacht, den stellen wir Ihnen mal vor. Gucken Sie mal. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Ich denke, dass John Lennon mich sehr, sehr geprägt hat. Ich habe natürlich diese Rolle sehr studiert, ich habe diesen Mann sehr studiert. Ich habe mit vielen Leuten zusammengearbeitet, die im nahen Umfeld um John Lennon herum waren. Und natürlich auch in der Geschichte,
Er hat seine Mutter sehr früh verloren, zu einem Zeitpunkt, als sie sich gerade wieder angenähert haben. Und wenn ich so überlege, mein Vater ist auch sehr jung gestorben und ich kann mich gut an diese Schmerz erinnern. Und diese Parallele, die hab ich irgendwie, das hat mich berührt. Und weil ich genau weiß, was das für ein Gefühl ist. Es hat mich auch sehr beeindruckt, meine allererste Zusammenarbeit mit einer wirklichen Größe wie Ernie Watts, also ein Saxophonist, ein Studio-Saxophonist, der unterwegs gewesen ist von den Rolling Stones bis Barbara Streisand, von Quincy Jones bis Michael Jackson. Die Arbeit mit ihm zusammen, das war für mich der Einstieg überhaupt. Meine Arbeit mit den Jordanaires hat mich natürlich sehr geprägt. Überhaupt die Musiker um Elvis Presley herum, mit wie viel Respekt und Liebe zur Musik sie immer noch, selbst im hohen Alter, miteinander umgehen. Aus dem normalen Leben nehme ich für mich mit, sicherlich auch mein Background als Krankenpfleger. Ich habe mehr als 30 Jahre lang immer parallel zu meiner professionellen Arbeit in der Musik auch die Krankenpflege gemacht und habe dort viel mitgenommen und das, was ich dort erlebt habe, an sehr schönen Momenten, aber auch an sehr traurigen Momenten, das nehme ich mit in diese Musik rein. Und wenn ich eine Ballade singe, dann hat es auch wirklich den Tiefgang, den eine Ballade für manchen Song auch braucht. Den Menschen möchte ich ganz gerne eine Message mitgeben. Und wie heißt es so schön? All you need is love. Und wenn wir mit Liebe an alles rangehen, dann ist auch alles andere schon beinhaltet. Of the Florida Keys, there's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Way down to Kokomo. Und heute sage ich es Ihnen mal durch das gelbe D, die Verlockung der Woche. Und wenn Sie mehr wissen wollen über uns, dann gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro. Und jetzt kommt sie, bitteschön. Wir starten unsere Reise in Hamburg und fahren als erstes nach Newcastle, Ingvar Gordon und Kirkwall. Nun führt uns unsere Route nach Lerwick, Trondheim und Orlesund. Es geht weiter nach Bergen, Ulvik und Eidfjord. Wir machen noch Halt in Stavanger und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und hier neben mir stehen Sie, meine Lieblingsbuchstaben der letzten 6 Jahre, in meinen Lieblingsfarben natürlich. Und dafür habe ich jetzt für Sie meine Lieblingsbilder der Woche, die hoffentlich auch Ihre Lieblingsbilder der Woche sind. Viel Spaß! Of the Florida Keys, there's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. But it's in the sand, tropical drinks melting in your hand. We fell in love to the rhythm of the steel drum band. Way down to Kokomo, Aruba, Jamaica, who I wanna take it, Bermuda, Bahama, Cama, Pretty Mama, Key Largo, Montego, who I want to get you down to Kokomo. We'll get faster than you take it slow. Faster we wanna go, way down to Kokomo. Willkommen in Hamburg!